Einige Worte, um das Hören. Das praktische Element Hören ermöglicht uns, die Einheit mit der uns umgebenden Welt zu fühlen. Wir werden zu dem Bewusstsein, welches das Leben sowie den Fluss des Geschehens auf direkte Weise wahrnimmt. Das bedeutet, wir sind im Leben und denken nicht darüber nach, sondern sind im Leben selbst. Das ermöglicht uns, die Tiefe des Bewusstseins zu entfalten, sowie den gegenwärtigen Moment. Das wiederum bedeutet, dass die Tür zum Erwachen sich öffnet. Im Hören nehmen wir die Welt um uns herum durch das Gehör wahr, mit den Ohren. Und wenn wir diesen ersten Schritt meistern, beginnen wir mit dem gesamten Körper zu hören, so wie es ein blinder Mensch tut. Wir hören die uns umgebende Welt ohne Anstrengung, ohne Analyse, mit Interesse und wohlwollend. Wir sind komplett dem Gehör zugewandt. Unsere gesamte Aufmerksamkeit ist in der Wahrnehmung der Geräusche. Im Hören gibt es kein Denken. Es kann ein Gefühl von Volumen oder der Ausdehnung des Körpers auftreten, und das ist normal. Die Wahrnehmung des Körpers kann auch verschwinden. Es kann auch das Gefühl der vollständigen Auflösung oder der Verschmelzung mit der umgebenden Welt entstehen, und auch das ist normal, weil ich bin die mich umgebende Welt. Nur bin ich mir dessen noch nicht bewusst. Das Training des Hörens hilft auf praktischem Wege, zu solch einer direkten Wahrnehmung des Lebens zu kommen.